Viele von euch haben sich bestimmt schon gefragt, wer ist denn der Vogel Segelohrenbob eigentlich? Ja, dann mal hier im Kurzzusammenhang meine Geschichte. Bin 81 im Vogtland geboren. Bin der erste Sohn von einer Kindergärtnerin und einem Elektriker. Mein Vater war auch Fußballtrainer gewesen, habe dann 12 Jahre Fußball gespielt. Und ich denke, das war gar nicht mal so dumm gewesen, dass meine Mutter Kindergärtnerin gewesen ist. So konnte ich wenigstens die Zeit meiner Kindheit immer in der Nähe von meiner Mutter verbringen. Weiß nicht, ob das ein Nachteil war oder ein Vorteil. Könnt ihr selbst beurteilen. Naja, jedenfalls so schön halbwegs flüssig geredet wie jetzt, das konnte ich damals als Kind auch nicht. Da habe ich ganz schön gestottert. Aber ja, wie sich das dann alles so gibt, ne? Ja, wo ich 9 Jahre alt war, kam dann die Wende. Ja, da war dann Milka-Schokolade und Kinderüberraschung und lauter der Klimsbims dann aktuell gewesen. Ja, ich glaube 1990 oder 91 hatten mein Kumpel und ich die Idee gehabt, uns ein bisschen Kohle nebenbei zu verdienen und haben einfach einen Losestand vorm Supermarkt eröffnet, damals, und haben unser Spielzeug verlost. Hat sich kein Schwein drüber aufgeregt, keine Polizei kam. Ja, das war wirklich schöne freie Marktwirtschaft gewesen damals. Ich habe dann probiert, das Abitur zu machen. Bin dann allerdings, weil ich die letzten 2-3 Jahre dann auf dem Wirtschaftsgymnasium endgültig verbringen wollte, weil ich mir damals einreden wollte, dass man als Banker richtig erfolgreich ist. Ne? Geld regiert die Welt, also geht man dahin, wo die Quelle ist. Und wenn man beigebracht bekommt, dass Geld eine der Hauptquellen von vielem ist, dann ja, so war das Denken damals gewesen. Glücklicherweise, ich weiß nicht, ob es glücklicherweise ist, aber momentan, ja, doch glücklicherweise, habe ich dann das Geldsystem nicht kapiert. Ich habe das Abi gar nicht bestanden. Mathe hat mir auch noch einen kleinen Genickbruch dabei zugefügt. Und so war es dann so, dass ich dann ohne Abitur nach der 12. Klasse da stand und nichts hatte. Halt einfach nur diesen 10. Klasse Gymnasiumsabschluss mit den Noten, die da drauf waren. Das war ein 3er-Durchschnitt oder sowas. Da braucht man natürlich dann nicht irgendwie sich große Hoffnungen machen, ne, da irgendwie großartig irgendwo reinzukommen. Ja, durch Glück bin ich dann aber in die Firma gekommen, in der mein Onkel angestellt gewesen ist. Die haben damals Elektromotoren repariert und so habe ich dann Elektromaschinenmonteur gelernt. Ja, der damalige Chef, der die Firma hatte, der war damals erst 28 Jahre alt, hat die Firma ganz frisch übernommen von dem Altchef, der in Ruhestand gehen musste und händeringend nach einem Nachfolger gesucht hatte. Ja, ich war sein erster Lehrling gewesen und als ich ihn damals fragte, welche Leute er denn bräuchte, sagte er, er bräuchte Schlosser und Elektromaschinenmonteure. Und da ich damals absolut keine Ahnung von Elektrik hatte, das alles für mich so ein halbrotes Tuch gewesen ist, habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich Schlosser, da weiß ich wenigstens, was ich habe oder was es ist. Ne? Und er guckt er mich so an, von oben nach unten, ne? Und sagt, nee, eigentlich bräuchte ich einen Elektromaschinenmonteur. Tja, so bin ich das dann geworden. Ja, dann 3 Jahre in... Nee, halt, Moment, das erste Jahr waren wir in Reichenbach gewesen im Vogtland, haben wir zusammen mit den ganzen Elektrikern gelernt. Und die nächsten 2,5 Jahre waren wir dann in Chemnitz an der Industrieschule. Und da bin ich dann zusammen mit den anderen 23 oder 24 Elektromaschinenbauern, die in diesem Jahr ausgebildet worden sind, halt ausgebildet worden. Ja. Während der Zeit war noch alles so halbwegs normal. Bis auf diese Sache, die mir nach wie vor nicht aus dem Kopf rausgegangen ist. Und zwar war das damals, ich glaube, das war kurz nach dem 11. September. Oder jedenfalls um die Zeit herum. Da haben wir jedenfalls gerade das Thema Anlassermotoren von Autos in der Schule behandelt.
Und das sagt unser Lehrer so zu uns, dass diese Anlassermotoren, wenn sie unbelastet betrieben werden würden, durchgehen würden, eine unendliche Drehzahl bekommen würden und dann würde die Wicklung aus dem Anker rausgefetzt werden und das Ding wäre kaputt. Deshalb sollte man das nicht machen. Da habe ich gedacht, halt, Moment, wie unendliche Drehzahl? Nee, unendlich geht nicht, weil dann bräuchte man eine unendliche Energiemenge, die man da reinschickt. Also muss es irgendwo eine theoretische Enddrehzahl geben, wenn das Material das aushalten würde, mal vorausgesetzt, ne, mal gemäß dem Fall. Ja, und als ich ihn die Frage fragte, kam keine befriedigende Antwort. Ja, und da ich anscheinend so eine kleine rebellische Ader habe, die der Lehrer dann spätestens mit der Aussage über den Anlassermotor dann geweckt hatte, wollte ich ab dem Zeitpunkt alles, was dort gelernt worden ist, ich wollte es einfach nicht kapieren, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dann mit Ach und Krach durch die theoretische Prüfung gekommen mit 58% oder sowas, habe dann noch ein bisschen durch die praktische Prüfung rausgerissen, weil ja, das ging ja halbwegs. Ne? Ich meine, es funktioniert ja, es dreht sich ja. Ne? Ich meine, der Motor dreht sich und die Stromaufnahme, was da auf dem Leistungsschild draufsteht, die nimmt er auf und das ist gut. Ne? Mehr braucht man nicht für den Job, den zu machen und dann kann man losgelassen werden auf die Industrie. Ja, das durfte ich dann auch machen. Am Anfang hatte ich noch großes Glück gehabt. Ich glaube, das war sogar noch zur Lehrzeit gewesen. Da haben wir einen Auftrag bekommen über, ich glaube, Finn Spamhack war das damals gewesen. Ist jedenfalls wurscht. Aber es ging darum, Schlafwaggons in Tschechien zu überwachen, in denen Klimaanlagen eingebaut worden sind. Ja, sonst nichts Großes, ne? Normale Klimaanlage in einem Schlafwaggon, dass es schön kühl bleibt oder schön warm ist im Winter dann. Allerdings ist es bei den tschechischen Bahnen nicht so, dass die Oberleitungen haben und die Züge fahren dort elektrisch. Ne? Und diese Oberleitungen haben aber nicht überall dieselben Spannungen. Ne? Da hast du mal hier 3000 Volt Gleichspannung, dann mal wieder 6000 Volt Wechselspannung, dann mal wieder 3000 Volt Wechselspannung und da dazwischen muss immer schnell hin und her geschalten werden. Für einen Elektromotor ist das keine große Hürde, das geht ganz gut. Ne? Allerdings, ja, bei den Klimaanlagen kamen sie dann an die Grenzen. Die sind dann mit schöner Regelmäßigkeit in Flammen aufgegangen. Ne? Es war dann so gewesen, dass nur zwei Techniker in zwei Schlafwaggons eben gewesen sind. Wir sind dann quer durch Tschechien gefahren, haben unsere Laptops an die Klimaanlagen angeschlossen, haben immer geguckt, wie die Temperaturen sind, ob die Werte noch alle passen. Ne? War eigentlich eine schöne Zeit gewesen. Habe in der Zeit allerdings auch live erleben können. Ich war mit dem tschechischen Ingenieur, der war schon, weiß nicht, 40 oder 50, gestandener Mann. Und ich halt junger Lehrling, 19 oder 20 oder wie alt ich war. Tja, und als wir dann mal so verglichen haben, was wir beide verdient haben, ich glaube, ich war damals so um die, na, was verdienten ein Lehrling hier, so 700, 800 bis 1000 Euro maximal, ne? Mit allem drum und dran. Und ja, da war ich in derselben Kategorie von meinen Euros, wie der tschechische Ingenieur in den damaligen Kronen hatte. Ja, er hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, ne? Weil ich wusste ja gar nichts, ne? War totaler Noob und komme da nur als Deutscher hin, um da ein bisschen, weiß ich nicht, die Versicherungssumme eventuell stellen zu können. Nee, es war damals halt so gewesen. Das war dann später. Allerdings, ja, macht man sich dann schon das erste Mal so die Gedanken, welche Arbeit mit welchem Geld bezahlt wird. Ja, im Endeffekt wusste ich gar nicht so richtig dann, wie die Projekte dann ausgegangen sind, ob die Klimaanlagen jetzt laufen oder nicht. Habe sie nur einen Monat mit betreut. War aber eine schöne Zeit. Ja, dann hat man so die nächsten 2, 3 Jahre dann so vor sich hingelebt und dann ist ein Kumpel in mein Leben getreten. Der war damals, ich glaube, 2, 3 Jahre älter als ich. Ja, und hat damals einen Job gesucht. Er war vorher mal Polizist gewesen und hat dann irgendwie im Containerbau gearbeitet gehabt, hat schon ein bewegtes Leben hinter sich gehabt. Und der hat mich in der Art und Weise fasziniert, dass er
eigentlich komplett gegen das Fernsehen gewettert hat. Sich zu Hause, hat damals eine ganz kleine Wohnung gehabt, ne, wirklich nur so übergangsweise, und hat sich übelst mit Bücherwissen vollgestopft. Und er hat einen neuen Job gesucht und der ist dann zu uns in die Firma mit runtergekommen und hat sich dann im Bereich Elektrotechnik ziemlich weiter informiert in sehr kurzer Zeit und wollte mich dann dazu animieren, so neuartige LED-Treiber mich damit zu beschäftigen. Ne? Aber da ich damals, ne, jung, Sturm- und Drangzeiten, ganz andere Gedanken im Kopf als irgendwelche blinkenden LEDs, die irgendwie stromsparender oder heller gehen als alles andere, hat mich damals absolut noch nicht interessiert. Und ich glaube, das hat ihn dann so ein bisschen gewurmt. Ich kann ihn jetzt im Nachhinein so verstehen. Und hat mich dann des Öfteren so ein bisschen angestachelt. Ne? Der hat dann auch angefangen ein Studium, also er wollte dann studieren neben der Arbeit, ein Studium für Automatisierung in Elektrotechnik, und da habe ich gedacht, hey komm, das was der kann, das kannst du schon lange, und hat mich mit rangehangen und wir sind dann ja beide, ich bin 2 Jahre mit Studien gegangen, es wäre eigentlich 4 Jahre wäre das Studium gegangen, 2 Jahre habe ich durchgehalten, so im wahrsten Sinne des Wortes, weil ein Studium neben der normalen Arbeitszeit mit unvorhergesehenen Überstunden, das schlaucht schon etwas. Anfangs hatte ich da ganz schön Elan gehabt, weil mich hat ja eigentlich angestachelt, ihm zeigen zu wollen, dass ich genauso gut bin wie er. Ne? Und ja, ich glaube, in einer der ersten Arbeiten dort, wo ich da mal besser gewesen bin, ich glaube eine Note besser oder sowas als er, da war dann bei mir der Haken an der Sache dran gewesen und der eigentliche Antrieb war irgendwo raus gewesen. Tja, die Aussicht danach mit dem Titel in der Hand einen Job ausführen zu können, der viel mehr Geld einbringt und weniger stressig ist, habe ich mir damals nicht so einreden lassen, weil in der Firma, wo ich gewesen bin, es hat schon Spaß gemacht. Das war die geilste Zeit meines Lebens. Bin sehr dankbar dafür, was mir dort alles gelehrt worden ist und auch für die Geduld, die damals die Leute mit mir gehabt haben. Ich hoffe, das jetzt alles wieder in kleinen Stücken nach und nach zurückzahlen zu können. Auf anderen Wegen. In der Zeit des Studiums war es dann auch so gewesen, dass es losging, dass verschiedene Erfinder in unserer kleinen Motorenwickelei aufgeschlagen sind. Und praktisch Profis gesucht haben, welche ihre Maschinen zusammenbauen konnten. Ein ganz großes Projekt war dabei gewesen, ein Megawatt-Generator, den damals die Firma Penny Strom Ascard, glaube ich, vertreiben wollte. Die hingen da irgendwie jedenfalls mit drin. Und die hatten damals jemanden gesucht, der riesengroße Statorsegmente mit einer richtig fetten Kupferwicklung bewickeln konnte, und über diese Statorsegmente würden dann im Endeffekt Magnetschlitten laufen, welche von einem ominösen schwarzen Kasten angetrieben werden würde, welcher auf Fluidbasis irgendwelche Energien in Bewegungsenergie umsetzen kann. Das hat damals die Firma so ein bisschen gespalten in ihrer Lager. Ich bin dann ziemlich schnell ins Internet eingetaucht, habe mich informiert, so gut es damals ging, noch und nöcher, und war schon irgendwie überzeugt davon gewesen, dass es da was geben muss, auf alle Fälle. Was uns dann allerdings wieder etwas verblüfft hat, war, dass die Firma, die uns den Auftrag gegeben hatte, diese Maschine nicht komplett intakt haben wollte. Das heißt, die Wicklung sollte nur lose reingelegt werden, die sollte nicht mit Lack getränkt werden, da im Endeffekt nur bei einer Demonstration ein kleines Glühlämpchen leuchten sollte. Hätte mir damals schon zu denken geben müssen. Trotzdem hat es mich fasziniert, dass man Zehntausende, Hunderttausende von Euros, die ja irgendwo herkommen müssen, wo man erstmal Leute mit ordentlichen Argumenten überzeugen muss, damit die das Geld locker machen, dass sowas überhaupt gibt. Tja, da das aber eigentlich Leute gewesen sind, die da auf uns zukommen, die kein Schwein von uns vorher gekannt hat, ja gut, war das schon ein bisschen
fragwürdig. Allerdings kam dann ein Unternehmer dazu, der ganz in der Umgebung von uns wohnte, den wir auch persönlich kannten, der wiederum einen russischen Erfinder kennenlernte, der auf der Basis von hyperbolischen Trichtern Windräder bauen wollte. Ja, da hatten die so einen riesengroßen, 2 Meter großen hyperbolischen Trichter. Und vorne in der Spitze von dem Trichter war dann ein Generator mit einem Flügelblatt gewesen. Und da haben sie angeblich schon Tests an der Nordsee oder Ostsee gemacht, die vollkommen vielversprechend gewesen sind. Und die waren jetzt auf der Suche gewesen nach einem Generator, der effektiver wäre als das, was es auf dem Markt gäbe oder damals gegeben hat. Ne? Haben uns dann halt beauftragt, ob wir uns da mal drüber machen könnten. Und ja, haben wir den Auftrag angenommen und nach damaligem bestem Wissen und Gewissen einen fremderregten Generator aus einem alten Drehstrommotor umgebaut. Und die Tests sind dann aber leider ganz schön in die Hose gegangen. Auch bei größeren Windstärken als das, was vorher berechnet gewesen ist, haben wir die Leistung bei weitem nicht rausgekriegt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann erstmal kapiert, wie wenig ich eigentlich im Grunde weiß über, wie man Generatoren eigentlich baut. Da haben wir mit den anderen Aufträgen von der Firma auch sonst ganz schön ausgelastet gewesen. Es blieb da ziemlich wenig Zeit. Na gut, ich habe mir die Zeit höchstwahrscheinlich damals halt genommen. Ich habe die Zeit wahrscheinlich schon gehabt, aber ich habe sie mir halt nicht genommen, aus bestimmten Gründen. Um sich da mal privat weiterzubilden. Ja, mittlerweile war es dann 2008 gewesen, glaube ich. Ja, da kam dann der richtige erste Umschwung, wo ich dann einen neuen Job bekommen habe. Und zwar hat sich dieser Kumpel, mit dem ich ja vorher studiert hatte, ein bisschen informiert, was er dann in Zukunft machen könnte, und ist dann auf die Firma Areva aufmerksam geworden, hat sich dort beworben, ist dort genommen worden und hat dann dort bemerkt, dass die händeringend deutschlandweit gerade in dem Jahr Leute gesucht haben, die sich mit der Reparatur von elektrischen Maschinen ausgekannt haben. Gab es wohl irgendein Defizit? Na, jedenfalls hat sich dann mein Lehrling, nee, ich kann jetzt nicht mein Lehrling sagen, geht nicht. Aber damals war es halt noch der damalige Lehrling gewesen, den der Chef dann nach mir ausgebildet hatte. Und wir beide haben uns dann dort beworben und sind genommen worden. Tja, und da hatte ich dann die Chance, mal die richtigen Profis zu fragen, wie denn Strom gemacht wird und was die effektivste Art und Weise ist, das zu tun. Ja, von hier aus nochmal lieben Gruß an meine Ex-Arbeitskollegen. Es war ebenfalls eine geile Zeit gewesen. Und ich konnte in der Zeit auch sehr viel lernen über dies und jenes. Vorzugsweise über die Art und Weise, wie momentan gearbeitet wird. Gearbeitet werden muss, damit das, was bisher als funktionierend sich erwiesen hat, auch weiterhin so laufen kann, wenn man es mal so ausdrücken kann. Ja, es funktioniert zwar, aber vielleicht nicht so gut, wie es gehört. Aber sonst hätten wir ja nichts zu tun, wenn schon alles so gut funktionieren würde, wie es sich gehört. Ne? Von daher, wir wollen ja auch ein bisschen was zu tun haben. Wusste ich aber damals in der Zeit noch nicht so richtig, weil als ich das dann alles so live sah, ja, wie man mit zum Beispiel riesengroßen 75er Schlüsseln und riesengroßen Vorschlaghämmern dann loszieht und noch per Hand irgendwelche riesengroßen Schrauben aufklopft, wie zu Mittelalterszeiten. Ja, so Detailgeschichten,
möchte ich jetzt mal hier nicht weiter verbreiten. Es hat mir zumindest eine große Angst vor Radioaktivität genommen, muss ich ehrlich sagen. Die Zeit dort, ja, seitdem stehe ich dem ganzen Thema nicht mehr ganz so sehr ängstlich gegenüber. Das hat es immerhin gebracht. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei auch mal dahingestellt. Ja, dadurch ich also damals dann in der Zeit bei Areva das erste Mal so richtig konstant aus meinem Alltag von zu Hause rausgerissen worden bin, hatte ich dann auch, ich glaube, das erste Mal so richtig so viel Langeweile, dass ich mir so eine Art Selbststudium verpasste via Internet. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Achterbahnfahrt, ne? Wenn man da voll als Quereinsteiger sich nur noch mit solchen Infos bombardiert. Allerdings es gab dann ein Video, was mich richtig geflasht hatte, wo ich gesagt habe, also komm, das musste nachbauen und wenn das nicht nachgeht, ist alles andere auch fake. Und das war damals dieses Imhotep Bedini-Fan-Video, was so nach diesen Fotos, die dort veröffentlicht worden sind, ne, von einer Frau zusammengebaut worden ist. Und mit dem Ding konnte man halt Batterien laden oder sich ein bisschen Luft zurieseln lassen. Viel effizienter als alles andere, was es so gibt. Und das waren natürlich schon Argumente, wo ich gesagt habe, hey, das wäre natürlich was, wo ich mit meinem jetzigen Wissen eine Chance hätte, das überhaupt so ein bisschen fassen zu können und auf der Basis mein eigenes Wissen aufzubauen. Ja, das Ding habe ich dann gebaut. Und das viele von euch werden das Gefühl kennen, wenn sich das Ding das erste Mal dreht. Unbeschreiblich. Dadurch ich ja dann damals, wie gesagt, von zu Hause weg gewesen bin und das erste Mal so komplett Deutschland aus der Nähe betrachten konnte. Die ganzen Kernkraftwerke sind ja über ganz Deutschland verteilt, das haben sie echt gut gemacht. Hatte ich dann auch die Chance gehabt, zu dem einen oder anderen Vortrag mal zu gehen. Also zu den Leuten, von denen du sonst nur irgendwie im Internet was hörst und die über irgendwelche Radiosendungen auch nur hörst und im Internet siehst, so wollte ich es eigentlich sagen. Die Leute mal persönlich kennenzulernen, ist ja immer schon ein bisschen was anderes. Ne? Spätestens da kann man sich ein geklärteres Bild über das machen, was da gekünstelt über, hey Kleiner, über den Flimmerbildschirm dann halt ankommt, ne? Wo der Regisseur am Ende seinen Schnitt noch drüber legt und da, was man da psychologisch alles machen kann, um gewisse Infos in gewisse Ecken zu richten, das wisst ihr ja selber. Ne? Deshalb ganz wichtig, persönlich. Persönlich kennenlernen, da geht soweit nichts drüber, habe ich bisher kennengelernt. Was geht, Kleines? Nein? Bei einem Vortrag vom Ephodon Verlag, ja, ich glaube, so hieß er, in München, hatte ich dann auch das Glück gehabt, den Fritz Watzel kennenzulernen. Das war der erste persönliche Kontakt zum Fritz. Hat mir damals besucht, ob es ein Problem wäre, ihn mal anzurufen, mal spontan zu besuchen. Hat gemeint, es ist kein Problem. Hat mir seine Telefonnummer gegeben und ja, kurze Zeit später dann habe ich ihn das erste Mal besucht. Und nur Bahnhof verstanden, ehrlich gesagt. Also ich habe mir die Videos dann noch, ich glaube, 2-3 Jahre später angeguckt und habe immer noch neue Sachen rausgefunden, die ich dann erst einordnen konnte. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, er kennt die Videos ja, er merkt ja dort meine Reaktion. Im Endeffekt hat mich ja dort nur das Technische interessiert. Alles, was mit Politik da zu tun hatte, da war Fritz auch froh gewesen, da nicht nur drüber reden zu müssen. Und das Technische hat es wirklich in sich, muss ich sagen. Mittlerweile ist es so, wir haben noch keine praktischen Tests
zu der Repulsine machen können. Jedenfalls nichts, von dem ich was mitbekommen hatte. Aber von der Theorie her hat sich bei mir momentan das Gebäude am stabilsten erwehrt, mit diesem die Luft in ihre Einzelbestandteile auftrennen. Ja, unsere Luft besteht aus Stickstoff, aus Wasserstoff. Nee, Sauerstoff. Ha, ich trottel. Also Stickstoff, Sauerstoff und ich glaube Kohlenstoff, ne, CO2. Ja, Sauerstoff an sich kann man ein bisschen was damit machen. Kohlenstoff auch, ne? Und dass man mit Stickstoff ein bisschen was anfangen kann, wissen wir spätestens seit BASF und ich glaube dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Ne? Die Stickstoffbomben da, Stickstoffammoniakbomben. Also da geht schon was, auf alle Fälle. Und diese Gase in ihre Einzelbestandteile trennen und dann in einer gewissen Art und Weise die Energie dann daraus zu nutzen, finde ich mal gar nicht so verkehrt. Ungefähr zur selben Zeit, ich glaube sogar noch bevor ich den Fritz kennenlernte, kam ja dann die Dokumentation über die 5 biologischen Naturgesetze raus, welche das erste Mal dieses ganze bruchstückhafte Wissen, was man über die germanische Heilkunde da von Dr. Gerd Heike Hamer im Internet fand, mal verständlich zusammengefasst worden ist. Ich habe mir die 4 Stunden Doku über 2 Tage verteilt angeguckt, immer in Abschnitten, weil das muss man ja erstmal wirklich verdauen. Aber danach war die Aussage meines damaligen Kraftwerkleiters, wo ich stationiert gewesen bin, die, ob ich denn nonstop auf Droge wäre. So glücklich bin ich dort die ganze Zeit rumgesprungen, 4 Tage lang am Stück oder so. Also, puff, da haben sich einige Zellen in mir wirklich gefreut über diese Infos. Doch im Grunde lag es mir ja eigentlich irgendwo am Herzen, da neue Techniken mit voranbringen zu können. Als ich dann merkte, dass in der Position, in welcher ich damals in der Firma dort gewesen bin, keine großartigen Chancen bestanden, erstens die mich umgebenden Leute über die Möglichkeiten aufzuklären, die es gäbe. Ja, es hat dann dem Teamgeist widersprochen und so ein Querschläger ist halt nicht gut für das laufende Geschäft. Versteht man ja alles irgendwo dann. Ne? Aber so als kleiner Rebell, der irgendwo dran glaubt, dass alle nur das Beste wollen, ja, so lernt man es dann. Und zweitens, was vielleicht noch viel tragender gewesen ist, musste ich mir dann auch ganz ehrlich eingestehen, dass ich immer noch nicht wusste, wie der Strom funktioniert. Ja, ich war dann wieder in so einer Position gewesen, eingedeckt mit fremden Arbeiten für andere Geister, wovon man eigentlich nichts weiter hatte als ein bisschen mehr Geld als vorher. Naja, zumindest konnte ich dann das zusätzliche Geld, was ich dann vorher verdiente, in Bücher umsetzen. Das war dann die Zeit gewesen, wo ich die ersten Prüfungen anstellen wollte. Ich meine, im Internet kann man viel lesen. Ne? Da kann man viel lesen, dass es über das und das ein Buch gibt, was irgendjemand mal geschrieben hat. Aber ja, wenn man das Buch dann nicht aus der Zeit in der Hand hat, dann kann man immer noch dran glauben, ja toll, die können viel schreiben. Ne? Ich kann mir das auch irgendwas ausdenken, da reinsetzen. Ne? Ja, also habe ich dann wie ein Wilder Bücher gekauft. Mein Rucksack, mit welchem ich dann immer ins Kernkraftwerk gegangen bin, da war dann immer voll mit 4, 5 verschiedenen Büchern über die unmöglichsten Themen, ne? Angefangen von der Geschichtsverfälschung über außerirdische UFOs, Antigravitationstechnologie und was es dort alles für Bücher gibt, die Leute, Schriftsteller, Autoren in die Welt setzen. Und
habe so naiverweise irgendwie gehofft, na gut, wenn die Leute sehen, deine Umgebenden, dass es da sogar Bücher drüber gibt, ne, dann kann man die Diskussionen in den Pausen vielleicht ablenken von Bild-Zeitungsthemen und allgemeinen Männerimponiergehabe. Ist manchmal ganz lustig, aber ich glaube, auf anderen Ebenen gibt es da auch viele Themen, wo das funktioniert. Und ja, das habe ich mir halt so in den Kopf gesetzt. Mir war auch sonst nur langweilig gewesen. Alles nur von meinem Ego gesteuert eigentlich. Ne? Alles nur Selbstsucht. Das mit den Büchern ging dann auch irgendwie nach hinten los. Die ersten Stimmen wurden dann laut, dass ich gegen die Teammoral verstoße und mich nicht einbringe. Und so konkret ist nie gesagt worden, das und das ist scheiße und dafür könntest du in den Knast wandern. So war es nie gewesen. Aber man merkt dann schon, wie die Stimmungen sich dann so ändern. Ja, das eine Mal wollte ich es richtig wissen. Wenn man sich dann mit diesen Terroranschlägen und Fake-Terroristen und erfundenen Al-Qaida-Organisationen ein bisschen beschäftigt, möchte man, also einige gibt es da jedenfalls und ich gehöre da eventuell dazu, manchmal schon so ein bisschen überprüfen, ob das denn auch stimmt. Ne? Also was habe ich gemacht? Irokesenschnitt, Palli-Tuch und in meinen Rucksack dann einen kleinen Bedini-Motor mit 2 Batterien. Ne? Ich glaube, das waren so noch so längliche, sah so ein bisschen komisch sah es schon aus, ne? Und habe halt gehofft, dort von den Securities als richtig auffälliger auf alle Fälle kontrolliert zu werden. Ne? Jedes Mal, wenn man dort ins Kernkraftwerk reinkommt, gibt es da so eine Zufallskontrolle und dann werden deine Sachen durchsucht und Sachen, die man da nicht mit reinnehmen darf, da wird gefragt, was das ist. Ne? So habe ich mir das gedacht. Und ja, gesagt, getan. Bin dann auch prompt kontrolliert worden, durch Zufall natürlich. Und der Security fragt dann so, was das ist. Und ich, ne, so voller Elan, will schon so voll anfangen zu erklären und fange dann so an, ja, das ist ein Bedini-Motor. Und er sagt er auf einmal, ja, ist gut, okay, kannst durchgehen. Da ist mir die Kinnlade runtergeklappt. Da habe ich gesagt, hey, halt, Moment. Also wenn es wirklich... Wenn es wirklich solche großen Organisationen gäbe, welche unkontrolliert immer drauf aus sind, irgendwelche Objekte in die Luft zu sprengen, um Leuten Angst zu machen, dann hätten die in den deutschen Kernkraftwerken ein leichtes Spiel. Ey, sorry. Entschuldigung, aber wenn es so wäre, dann um Gottes Willen, wer weiß, was da schon passiert wäre. Also war echt mal gut für mich, am eigenen Leib zu erfahren, wie viel Show da gemacht wird und wie die Menschen persönlich wirklich ticken, die dort arbeiten. Das sind alles Menschen. Trotzdem hat sich dann doch die Lage immer mehr und mehr zugespitzt. Ja, und spätestens nachdem dann Fukushima passierte, kamen dann der ein oder andere trat bei mir dann zusammen. Ja gut, kommt vielleicht auch darauf an, auf was man seinen Fokus richtet, welches Gewicht man welchen Informationen zuteilt, aber die Infos, die dann Schlag auf Schlag aufeinander kamen, die waren dann, die muss man erstmal, ja... Da weiß man im Nachhinein nicht so richtig, ob man das wissen wollte oder nicht. Ja, was in Fukushima passiert ist, auch so hinter den Kulissen, gibt es ja jetzt einen Haufen drüber im Internet, ne? Allerdings, tja, das ist so ein Ding wie so der 2.11. September, was sich bei mir so eingeprägt hat. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich die Info so veröffentliche. Aber vielleicht tut es ja gar nichts zur Sache. Muss ja gar nichts damit zu tun haben, aber ich versucht euch mal da in so eine Lage von so einem Typen wie mich zu versetzen, ne? Der da im Vorfeld schon ein bisschen vorbelastet ist mit diesen ganzen
Verschwörungstheorien und Sachen, die da in Schubladen vor sich hinfristen und die Sachen, die momentan auch möglich sind, groß global umzusetzen. Ja, eine Woche nach, ach nee, das war kurz nach Fukushima, genau. Da ist bei uns im Kollegenkreis die Information umgegangen, dass Fukushima auch zu den Kunden von Areva gehörte und dass im Namen von Siemens, das war glaube ich so ein, oder ist ein ausgelagertes Projekt von Siemens, müsst ihr mal googeln, nach Teleperm XS, das ist so ein, als Laie würde ich sagen, Vernetzungssystem für Kernkraftwerke. Und da hieß es, dass eine Woche vor Fukushima die Leute von Areva aus Fukushima abgezogen worden sind. Und es wäre schön, wenn ich korrigiert werden würde. Ne? Das war jetzt die Info, die ich damals aufgeschnappt habe, die bei mir bis jetzt hängen geblieben ist, unrevidiert, ohne dass ich jemals von irgendeinem gesagt habe, hey, das ist Nonsens oder nee, das waren nicht die und die Leute, das waren die und die Leute. Ich habe mir gemerkt, damals waren die Leute von Areva von diesem Teleperm XS-System dort gewesen. Wäre schön, wenn ich da mal Feedback bekomme, um das mal endgültig aufgeklärt zu bekommen. Allerdings habe ich mir damals dann so meine Gedanken gemacht, wo es dann auch so laut wurde, dass vier Kühlmittelpumpen niemals innerhalb von einer Stunde gleichzeitig ausfallen können, dass die Sicherheitsvorkehrungen sowas von enorm sind und die Wahrscheinlichkeit, dass so viele Sachen auf einmal querschlagen, eigentlich nur damit zusammenhängen können, dass von außen manipuliert worden ist. Ja, das, was daraufhin dann passierte, welche Sachen ich dann daraufhin so sah oder ich sehen wollte, ne, da siehst du irgendwelche grimmigen Gesicht in den Wolken und dann achtest du beim Autofahren auf ganz komische Sachen, was die Vögel machen. Das war eine ganz komische Zeit für mich gewesen und ich bin mehr oder minder dann wirklich froh, als die damalige Leitung von der Truppe, wo ich damals angestellt gewesen bin, mehr oder minder in meinem Einverständnis dann entschieden hat, dass ich dann die Firma verlasse. Tja. Habe ich dann auch getan, habe einen Aufhebungsvertrag gestellt, weil ich mich irgendwo schon entscheiden wollte. Tja, ja, irgendwo war ich zu schwach für die Position dort gewesen. Das habe ich psychisch nicht ausgehalten. Da habe ich ja dann auch von meinem Hausarzt so eine Art Bestätigung darüber bekommen. Der wollte mich dann in die Psychiatrie überweisen. Ich hatte dann ein schönes Gespräch mit einem Psychologen. Da habe ich dann auch ein kleines Video drüber gemacht. Wird dann hier mal verlinkt. Ja, dann kommt dann so der ein oder andere Draht dann noch weiter zusammen. Aber dann klärt sich so langsam alles auf. Hoffe ich jedenfalls. Also bis jetzt ist toi toi toi. Es wird immer klarer. Und der Weg geht weiter. Trotzdem ist eines meiner größten Handicaps eventuell, dass ich Sachen, die ich machen muss, so schnell wie möglich erledigt haben möchte. Und ich hätte eventuell noch ein bisschen warten sollen mit meinem Aufhebungsvertrag, weil einen Monat, nachdem ich meinen Aufhebungsvertrag dort gestellt hatte, nachdem ich eben rausgekündigt wurde, ist ein Großteil meiner Arbeitskollegen dann auch gekündigt worden, weil natürlich viele Kernkraftwerke dann abgeschaltet worden sind in Deutschland. Allerdings habe ich gehört, dass die eine ordentliche Abfindungssumme bekommen hatten. Tja, so läuft es dann manchmal. Allerdings, wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich damals vielleicht mit der Summe angestellt hätte, mit dem damaligen Pseudowissen über Energie und freie Energiesysteme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sage ich dann nur. Also im Nachhinein, ich glaube nach wie vor dran, es passiert nichts gegen uns. Und gerade so durchgewunden und rausgeschlingert. Und auf die Art und Weise, denke ich, konnte ich das meiste dazu lernen, konnte ich auch die Leute im Endeffekt kennenlernen, die tja, auf derselben Wellenlänge schwingen. Und das ist sehr wichtig, finde ich.
Naja, den weiteren Werdegang habt ihr ja dann so halbwegs auf YouTube verfolgt, ne? Für die richtigen freie Energiefreaks. Ah nee, erstmal noch was anderes. Also erstmal im Vorfeld habe ich mir ja damals schon Gedanken gemacht, na gut, wenn es schon so schwer ist, Leute in diesen Positionen dafür zu begeistern, die eigentlich dafür zuständig wären, dafür sich zu begeistern. Wie schwer ist es erst dann, die vereinzelten Interessierten zu finden, die die Zeit haben, die die Lust haben, die die Möglichkeiten dazu haben, sich näher damit zu beschäftigen, um das Wissen verständlich für jedermann noch weiter zu streuen. Ne, ich kann nicht sagen, dass ich dann derjenige sein muss, aus dessen Mund die ganze Wahrheit herausquillt. Das darf nicht sein, das will ich auch nicht, um Gottes Willen. Ihr wisst ja selbst, was so Propheten und sowas, ne? Nee, die Rolle mag ich nicht haben. Was das so alles dann mit sich bringen kann. Ne? Also habe ich mir gedacht, naja gut, okay, so ein bisschen freakig bist du ja sowieso. Und das, worauf die meisten Leute heute getrimmt sind, ist die Show als allererstes. Ja, also irgendwie gute Stimmung ist das allererste, dass die Leute erstmal Interesse dafür bekommen. Die gucken jeden Scheiß. Hauptsache, die haben eine halbwegs gute Stimmung dabei. Ne? So, und dann verpackst du so mal hier die Info, mal dort die Info, was irgendwo im Unterbewusstsein hängen bleibt, wo aber die Chance besteht, um dann selbst, also wenn man dann selbst auf die Suche gehen möchte, um erst Anhaltspunkte zu haben. Das allererste ist erstmal, dass die Suchbegriffe fehlen. Man kann dann einfach eingeben, freie Energie, und dann kann man denken, jetzt wird mir erklärt, wie das hier geht. Das ist ein bisschen differenzierter, weil natürlich, das hat schon seine Gründe, warum das über 100 Jahre so im Untergrund vor sich hin fristen konnte. Da steckt echt System dahinter, vielleicht auch nicht ohne Grund. Und vielleicht ist jetzt wirklich die Zeit, wo es durchbrechen darf. Also toi 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 bis jetzt. Wir werden gelassen. Noch. Also habe ich mich entschlossen, um mir auch so wenig Arbeit wie möglich zu machen, einfach meinen Werdegang mitzufilmen. Ja, und das ist eigentlich auch das, was ihr verfolgen könnt. Und da ich selbst durch den Bedini Imhotep-Fan mit dieser Zündspulenansteuerung dann im Nachhinein als allererstes so richtig eintauchen konnte, finde ich das nach wie vor nicht verkehrt, dass da andere einen ähnlichen Weg gehen können, um dahin einzutauchen. Da ist alles mit dabei. Man lernt, wie ein Pulsmotor funktioniert, man lernt, wie das Ding im Solid State sich verhält, man lernt, wie man eine Zündspule anschließen kann, wie eine Tesla-Spule sehr ähnlich ist. Man lernt dieses selbstschwingende, ja, dieses selbsttriggernde Oszillieren. Darauf kommt es eigentlich an. Das ist der ganze Kern. Na, das hat mich damals schon irgendwie gewurmt, dass es einen Haufen Bastler gibt, die in ganz vielen verschiedenen Nischen diese Effekte demonstrieren können, wie man bestimmte bisher ungenutzte Energien noch anzapfen kann. Potenzialunterschiede aus der Luft zum Beispiel, das wird demnächst ziemlich aktuell werden. Wärmeunterschiede hauptsächlich, Licht, alles was da dazugehört. Allerdings ist deren Ansteuerung immer sowas von kompliziert gewesen, dass wenn man als Laie vorhat, das auch mal zu reproduzieren, um zu gucken, ob da was dran ist oder nicht, ne, dass man daran schon gescheitert ist, am allerersten. Und als ich mich mit Bedini beschäftigt hatte und er dieses simple, einfache Aufschwingteil, wo ich am Anfang nur vom Gefühl her wusste, hey, das muss was Geiles sein, das schwingt sich von selber an, du brauchst keinen extra digitalen Trigger, der mit einem 555-Timer getaktet werden muss, und dieses digitale, ich mag's erstmal nicht, vielleicht hat es seine Vorteile, aber ich kam damals schon damit zurecht, es wird irgendwo vom Unterbewusstsein seinen Grund haben, warum es mich dann komplett in die Schiene gedrängt hat. Tja, ich glaube, dann sind wir auch schon so halbwegs am Ende von diesem Wer ist dieser Segelohrenbob-Typ Video eigentlich. Und als Abschluss nochmal mit einem kleinen Schmankerl.
Ich lade euch jetzt mal nochmal ein mit in meine Badewanne. So, heute seid ihr mal live mit dabei, wie ich immer in der Badewanne liege. Keine Angst, da werden keine Teile gezeigt, was dann irgendwie anstößig wäre. Jedenfalls liege ich dann immer so hier und überlege, ja, wie kannst du das den Leuten so ein bisschen verständlich erklären mit dem Vorteil diesen selbsttriggernden Systemen. Und dann gucke ich immer hier drauf und sehe dann immer hier die Welle. Ha. Naja, machen wir einfach mal ein kleines Experiment. Mal gucken, was eure Gedanken dann machen. Und zwar, wenn ihr so in der Badewanne liegt, dann spielt ihr doch bestimmt auch mal ein bisschen so. So und so. Ne? Da seht ihr ja, dass hier in der Mitte die Welle eine bestimmte Höhe bekommt. Ne? So, wenn ich jetzt mit meinen Beinen, machen wir es mal so, hier geht es besser. So. So einen bestimmten Takt hat. Ne? Und in der Mitte schöne Wellenberge und Wellentäler daneben. So, wenn ich das jetzt mal schnell mache. Ihr habt schon gesehen, da spritzt es übelst, aber die Option jetzt, wo ich die wenigste Kraft in meinen Beinen brauche, ja, ihr seht's, da brauche ich die allerwenigste Kraft in meinen Beinen. Ich lasse einfach im richtigen Takt vom Wasser meine Beine hin und her schwappen, brauche ganz wenig Kraft und es kommt übelster Berge hier in der Mitte raus. Habt ihr jetzt den Vorteil von selbsttriggernden Systemen verstanden?